Wir schauen, dass wir diese Idee von wir können jetzt beliebige lineare Funktionen mit Operationsverstärkern umsetzen, dass wir das ein bisschen mehr in die Praxis bringen. Was heißt das für uns? Was können wir damit machen? Was gibt uns dieses neue Werkzeug quasi? Und dazu schauen wir uns ein Beispiel an, nämlich wir wollen eine spannungsgesteuerte Stromquelle bauen. Also eine Stromquelle, wo wir einen Steuereingang haben und dann sage ich zum Beispiel, jedes Volt am Steuereingang soll irgendwie 1 mA am Ausgang entsprechen. Und dann kann ich über diese Spannung steuern, wie viel Strom durch meine Last bringt. Und wenn ich so ein Problem angehe, dann könnte ich jetzt mal hergehen und mal diesen Schaltplan zeichnen. Und ich sage, okay, ich werde meine Last brauchen, zeichne ich da meine Last hin. Dann werde ich irgendeinen Messwiderstand brauchen, um einen Strom zu messen. Weil nämlich die Op-Amps ja nur mit Spannungen arbeiten. Nicht? Die Op-Amps haben Spannungseingänge und ich kann mir dann ausrechnen, was im Spannungsausgang rauskommt. Also wenn ich irgendwas mit Strom machen möchte, dann brauche ich einen Stromspannungswandler. Und ein Stromspannungswandler ist im einfachsten Fall ein Widerstand. Und die nennt man dann Shunt-Widerstände. Das sind dann ganz kleine Widerstände, die genau dafür da sind, Strom zu messen. Gut, und jetzt sage ich, wir machen einfach diesen Widerstand in Reihe mit der Last. Von der Last wissen wir den Widerstandswert nicht, also es macht irgendwie ganz wenig Sinn, die Spannung an der Last zu messen. Aber wenn jetzt der Strom, der durch die Last fließt, vorher auch durch den Widerstand fließt, dann können wir den Spannungsabfall an den Widerstand messen. Und dann wissen wir, wie viel Strom durch diese Last durchfließt. Also machen wir da unser magisches Bauteil, das einen Anschluss Ausgang Y, da kommt jetzt der Strom raus, der fließt durch den Widerstand und durch die Last. Aber nach dem Widerstand greifen wir noch einmal ab und geben das an unseren Eingang B. Dann haben wir noch einen Steuereingang A. Und dann sage ich einfach nur, dieses Kastl soll eine gewisse lineare Funktion implementieren, nämlich y minus b ist gleich k mal a. Also y minus b ist der Spannungsabfall an den Widerstand. Und k mal a, also a ist mein Spannungssteuereingang und k ist eben mein Versteckungsfaktor, den ich mir ausgerechnet habe, wie sich diese Steuerspannung am Eingang, also A zur Signalmasse, verhalten soll zu der Spannung an den Widerstand. Und das ist natürlich das Verhältnis zwischen gewünschtem Ausgangsstrom und Eingangsspannung multipliziert mit diesem Widerstandswert hier. Und das ist total super, auf diese Art und Weise natürlich Schaltungen konzipieren zu können. Dass ich einfach Kasteln zeichne, und dann sagt, was immer was in dem Kastl passiert, das macht halt das. Und dann kann ich beim Schaltungsentwurf quasi in zwei Schritten vorgehen. Ich kann zuerst meine große Schaltung zeichnen und dort mache ich Kasteln und schreibe rein, dieses Kastl kann das. Das ist ein magisches Kastl. Und den zweiten Schritt gehe ich dann her und überlege mir isoliert zu jedem dieser Kästchen, wie kann ich denn diese Funktion implementieren? Und das hat ganz, ganz viele Vorteile, das so zu machen. Erstens mal kann ich mich quasi entweder auf das Big Picture konzentrieren oder auf ein kleines Problem. Dann, wenn ich das habe, dann ist oft das Big Picture so, dass ich das relativ einfach mathematisch durchrechnen kann, während ich für diese Teilschaltungen Simulationen mache. Und es ist immer unlustig, eine Riesenschaltung zu simulieren. Es ist viel schöner, wenn ich quasi so einen Kastl simulieren kann und sagen kann, okay, ich habe A, B, Y und drinnen habe ich dann eine Handvoll Teile und das simuliere ich jetzt und da schaue ich mir an, ob ich richtig gedacht habe und ob das wirklich das gewünschte Verhalten zeigt. Gut, und eine Möglichkeit, dieses Kastl zu implementieren, das heißt Y minus B ist K mal A, also zunächst stellt man es natürlich um und sagt, Y ist K A plus B und das ist ja genauso eine lineare Funktion, wie wir es gerade gehabt haben, das heißt, wir machen hier so eine Verstärkerschaltung wieder. Das ist das, was wir vor zwei Blöcken gemacht haben, das letzte Mal. Wir haben hier keine Eingänge mit negativen Koeffizienten, sondern wir haben einfach genau diese Summenfunktion mit dieser entsprechenden Verstärkung. Dann habe ich dieses Schaltungsproblem gelöst. Gut. Ich glaube, das sieht man sehr schön, in welche Richtung das geht. Ich möchte noch ein zweites Beispiel zeigen. Wieder spannungsgesteuerte Stromquelle, aber jetzt ist mein Versuchsaufbau ein bisschen anders. Aus irgendeinem Grund, warum auch immer, beschließe ich jetzt, dass ich den Shunt-Widerstand und die Last, dass die Plätze tauschen. Muss ja genauso gehen. Es ist ja wurscht, in welcher Reihenfolge
der Strom durchfließt, ob zuerst noch den Schantenwiderstand und dann noch die Last und andere. Ich muss halt jetzt dann den Spannungsabfall am Schantenwiderstand gegen Masse messen. Und damit komme ich dann hier auf ein Kästchen, wieder mit Eingängen A und B und einem Ausgang Y. Aber die Beschreibung, die in dem Kästchen drinnen steht, ist B ist gleich K mal A. Also ich sage quasi B, also die Spannung an dem Widerstand, ist K mal die Spannung an diesem Eingang. Y kommt nicht vor in der Beschreibung. Damit ist das irgendwie ein blödes Kästchen, nicht? Weil ich will quasi am Schluss was bauen, was den Ausgang Y regelt, aber in meiner Beschreibung kommt gar nicht Y vor, sondern da kommen nur zwei Eingänge vor, die sich zueinander verhalten sollen. Und das ist etwas, das findet man relativ oft. Und dann kommt eben der Trick, dass man in dem Fall so tut, als ob B der Ausgang wäre. Nicht? Und dann kann man wieder arbeiten, wenn ich sage, B ist der Ausgang. Und in Wirklichkeit ist halt Y der Ausgang und da ist dann noch die Last dazwischen. Und der Op-Amp, der sieht ja nicht quasi, was er am Ausgang hat. Der sieht nur, was gerade am Eingang passiert und weiß darum, ob er am Ausgang am Potenzial höher gehen soll oder weniger hoch. Das heißt, wenn durch die Last irgendein gewisser Strom fließt und da fallen jetzt zum Beispiel 3 Volt ab, dann funktioniert diese Schaltung immer noch genauso, wie wenn das hier unmittelbar verbunden ist. Der Op-Amp wird am Ausgang einfach immer genauso 3 Volt höher sein. Und so kann man eben auch zu solche Probleme lösen. Da schaut halt hier bei dem magischen Kästchen schon ein bisschen was durch von dem, wie das bei den Operationsverstärkern ist, dass ich letztendlich einen Ausgang habe und wenn mein Rückkopplungspfad richtig ist, nämlich wenn der auf den negativen Eingang vom Op-Amp führt, dann macht der halt alles, was notwendig ist, damit die beiden Eingänge gleich sind. Und genau das machen wir hier. Wir haben hier eine Schaltung mit zwei Eingängen und da sind... Ja? Wo kommt in der Schaltung I out und wo kommt U in vor? So. Ich meine oben bei den einfachen. Bei den einfachen. Das Interessante ist, die andere ist einfacher. Ja, das ist richtig. U in ist quasi UA und I out ist I last. Also da bin ich ein bisschen inkonsistent mit der Beschriftung, weil also das ist das A ist natürlich der Eingang und I-Out ist dann halt der Strom, der da durchfließen soll. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn ich quasi den Strom wirklich einzeichne, dass ich dann quasi hier einen Pfeil mache und sage, das ist I-Out und dann hier den Spannungsabfall einzeichne zum Massepunkt und neben dem Pfeil sage, das ist U-In. Das habe ich leider vernachlässigt. Aber nur wenn man anschaut hier die Anzahl der Teile, die wir brauchen. Wir brauchen hier für das Kästchen, also wir haben Schantwiderstand und Last. Und für das Kästchen selber braucht man nochmal 4 Widerstände. Und natürlich einen Op-Amp. Wenn wir jetzt hier bei der Variante schauen, auf der Abstraktionsebene wirkt das ein bisschen komplizierter, weil man da auf einmal diesen magischen Y-Ausgang haben, der gar nicht in unserer Beschreibung von dem Block vorkommt. Aber wenn wir uns die komplette Schaltung inklusive Schantwiderstand anschauen, dann sehen wir, wir haben jetzt also das Kästchen nur noch 2 Widerstände statt 4 und dann halt auch noch Schantwiderstand und Last. Also diese Schaltung, die zweite, ist eigentlich in der Umsetzung viel einfacher. Was die nämlich sagt ist, ich habe hier einen Eingang. Was ist das für eine Schaltung hier? Also lenken wir uns das mal durch, weg mit der Last und sagen, das wäre hier verbunden. Was ist das für eine Schaltung? Impedanzwandler? Nein, das ist kein Impedanzwandler. Aber die haben ja schon konvertierender Verstärker. Genau, ein nicht invertierender Verstärker und über dieses K bestimme ich halt meinen Verstärkungsfaktor. Also das K ist mein Verstärkungsfaktor. Das heißt letztendlich, wenn ich jetzt hier quasi 1 Volt zum Beispiel habe und sagen wir, mein K ist 2, dann hätte ich hier 2 Volt am Ausgang. Und jetzt sehen wir aber, das Y ist nicht direkt der Ausgang, weil der Ausgang, das muss ja hier verbunden sein, das ist ein Rückkopplungspfad, sondern da ist noch meine Last dazwischen.
Aber das ist uns völlig wurscht, weil er den Ausgang ja nur so relativ regelt. Er sagt, okay, ich bin noch nicht an meinem Ziel, ich muss ein bisschen höher mit der Spannung, ich muss ein bisschen weit runter. Wenn er die Last dazwischen ist, dann nimmt er die einfach mit, aber am Schluss sorgt er, dass dieser Punkt dann auf 2 Volt ist. Vielleicht muss er mit dem Ausgang auf 5 Volt gehen, weil 3 Volt an der Last abfallen. Aber letztendlich, wenn mein K2 ist, da ist 1 Volt, wird nachher die auf 2 Volt sein. Und jetzt wissen wir, wenn der Punkt auf 2 Volt ist, dann wird ein gewisser Strom durch den Shunt-Widerstand fließen. Diesen Strom, den geben wir ja vor. Naja, und der Strom, der kann nur durch die Last kommen. Der kommt da aus dem Op-Amp raus, fließt durch die Last und dann durch den Shunt-Widerstand. Weil der Pfad ja hoffentlich hochohmig ist, das sind hoffentlich größere Widerstände und nicht irgendwie 1 Volt und ein halbes Volt und was weiß ich. Ah, oben. Und solche Sachen findet man eben öfter, dass man Dinge in diesen Rückkopplungspfad hineinhängt. Der Rückkopplungspfad funktioniert immer noch genauso, weil er hier quasi dann einfach entsprechend noch weiter rauf oder noch weiter runter mit der Spannung geht. Und dann betrachte ich das hier quasi als den Ausgang von meiner Operationsverstärkerschaltung, in der halt da eine Art parasitäre Last dazwischen hängt, die halt noch betrieben werden möchte vom Op-Amp. Also wir sehen auch, wenn diese Abstraktion uns was bringt beim Entwickeln, es ist auch nicht gleich einsichtig, was Einfaches und was Schwieriger ist. Also das ist der Nachteil, das mit sich bringt. Ich zeichne quasi Kästchen, dann sage ich, ich kümmere mich später darum, was in diesem Kästchen ist, aber vielleicht mache ich dann quasi so ein System-Level-Design, wo dann am Schluss meine Kästchen doppelt so viel Widerstände brauchen. Ansonsten ist das eigentlich, ich finde, das ist die schönere Stromquelle, weil nämlich die Last hier direkt nach Ground geschalten ist. Und im anderen Fall schwebt so die Last zwischen zwei Potenzialen, die beide nicht Ground sind. Und das ist wahrscheinlich wurscht, wenn ich eine Lampe ansteuere, aber für andere Sachen kann das natürlich blöd sein, dass ich meine Last nicht mit einem Haxen an Ground anhängen kann, sondern eigentlich dazwischen zwei Anschlüsse von meiner Schaltung. Es gibt eigene Chips, die sowas machen, also man muss es nicht selber aus Op-Amps machen. Das hier, diese Art von Strom zu meisten, das nennt man eben High-Side Current Sensing, weil man die Last gegen Masse macht und dann quasi auf der High-Side, am positiven Anschluss der Last, noch einen Shunt-Widerstand drinnen hat. Und die Chips sind dann ein bisschen teurer oder haben einen Haxen eher oder sowas. Den Shunt-Widerstand, der könnte auch null sein. Dann funktioniert die Schaltung nicht. Die Idee von der Schaltung ist, dass ich mit der Eingangsspannung den Strom durch die Last regeln kann. Wenn der Shunt-Widerstand aber null ist, dann habe ich quasi immer die Spannung an Y, also das Potenzial an Y, das gleiche Potenzial auf B. Ich habe keine Möglichkeit, da ein Potenzial aufzubauen. Und darum kann ich quasi den Strom nicht regeln. Also der muss klein sein, damit ich die Verluste gering halte, aber er muss groß genug sein, dass ich den Spannungsabfall sinnvoll messen und verarbeiten kann. Und oft ist das eben in der Größenordnung von, ich sage jetzt mal, zwischen vielleicht einem Ohm und einem Milliohm. Das ist so der Bereich, je nachdem, welche Strömung man gerade anschaut. Wenn man irgendwie eine LED betreibt, dann ist vielleicht ein Ohm schon ein etwas kleiner Messwiderstand, weil es geht halt nur um ein paar Milliampere. Aber wenn ich jetzt natürlich irgendwie eine große Maschine ansteuern möchte und da fallen irgendwie 100 Ampere durch die Maschine durch, dann werde ich da nicht einen 1 Ohm Widerstand haben und messe dann die 100 Volt und sage, juhu, ich habe, sondern werde ich eher meinen 1 Milliohm Messwiderstand machen, dann habe ich 0,1 Ohm und 0,1 Ohm an 100 Ampere sind eher schon 10 Watt. Also auch der wird dann vielleicht schon wärmer werden. 0,1 Volt. 100 Ampere sind 10 Watt. Okay, also das war jetzt so, wozu kann ich das verwenden? Und im Wesentlichen kann ich das verwenden, damit ich beschaltet bin, ein Kästchen zeichnen kann, in den Kästchen einfach eine Formel eintragen und sagen, ich kümmere mich später darum, wie ich diese Formel implementiere, solange das lineare Ausdrücke sind. Weil für nicht-lineare gibt es halt kein so Patentrezept, da muss man sich dann konkret überlegen, wie man das macht. Gut. Klären Sie Funktionsweise der beiden Schaltungen mit einer abstrakten Teilschaltung nur 1 und 2. Und die Funktionsweise der konkreten Implementierung von 1 und 2.
Ich glaube, das machen wir dann bei der nächsten Experimentiergruppe oder so, dass wir das dann drüber reden, vielleicht das wiederholen. Genauso, dass wir das am PC simulieren, das ist was Gutes für euch quasi, in dem Monat dazwischen, dass wir schauen, ob das auch funktioniert, was ich da behaupte. Genau, diese Übung, das ist ein nettes Experiment, das können wir vielleicht auch in der Experimentiergruppe machen, wenn jemand will, dann erinnert es mich einfach oder so. Man hat oft, wenn man LEDs ansteuert, diese Orgie von Widerständen, zu jeder LED einen Widerstand und so weiter und so fort. Und mit Stromquellen kann man LEDs sehr viel hübscher ansteuern. Da kann man sagen, nämlich 5 LEDs in Serie und dann eine Stromquelle davor. Also kann man sich da ein bisschen rumspielen und schauen, ob die LED wirklich halb so hell leuchtet, wenn man den Strom halbiert. So, wie würde man mit einem Op-Amp eine stromgesteuerte Spannungsquelle machen? Wir haben jetzt spannungsgesteuerte Stromquellen gemacht. Oder wie würde ich überhaupt eine stromgesteuerte Spannungsquelle machen? Ja. Muss man da nicht immer so mit Parallelschaltungen haben? Weil sonst sich das nicht teilt und so. Ich würde einen Spannungsteiler aufbauen, über den man, damit man Spannung sozusagen messen kann, die der Strom hervorruft. Ja. Du wirst einen Spannungsteiler machen. Welche Spannung würdest du denn teilen? Die Eingangsspannung. Ja, wir haben ja keine Eingangsspannung, wir haben einen Eingangsstrom. Also Spannungsteil ist ein Widerstandsnetzwerk und Widerstandsnetzwerk ist schon mal eine gute Idee. Was ist denn die allereinfachste Art, einen Strom und eine Spannung umzuwandeln? Genau, Widerstand. Wenn der Strom durch den Widerstand fließt, dann habe ich einen Spannungsabfall. Und eigentlich, wenn die Aufgabenstellung nur ist, baue einen Stromspannungswandler, eine stromgesteuerte Spannungsquelle, dann ist es das. Das ist ein Widerstand, wir sind fertig. Aber das funktioniert zwar, ist aber keine niederohmige Spannungsquelle. Wenn wir da jetzt quasi hier unseren Strom hineinschicken, dann haben wir hier unseren Widerstand R und einen Spannungsabfall U ist gleich R mal I. Das ist unser Strom I. Aber wenn wir jetzt da irgendeine Last anhängen und wollen, dass diese Spannung auch an der Last abfällt, dann können wir das nicht so direkt machen, weil ja dann dieser Strom auch der Strom durch die Last wäre. Und dann bricht mir hier vielleicht die Spannung zusammen, weil die Last sagt, juhu, ein paar Milliampere. Das heißt, was werde ich machen, damit ich da eine Last anhängen kann? Parallel schalten. Was schalte ich womit parallel? Die Last mit diesem Widerstand. Das würde ich ja machen. Aber die Sache ist halt, wenn ich da meine Last habe, ich zeichne wieder eine Lampe, und ich hänge das jetzt hier an. Und sagen wir, wir wollen eine stromgesteuerte Spannungsquelle, die am Ausgang 1 Volt für jedes Milliampere am Eingang erzeugt. Dann würde ich hier einen 1 Kilo Ohm Widerstand nehmen, dann kriegt man 1 Volt für jedes Milliampere. Aber wenn ich dann da parallel einen Lamperl anhänge, dann ist das ein Stromteiler und mein Milliampere fällt durch diese Lampe durch, ohne irgendetwas zu bewirken. Da glüht sie noch nicht. Und ein Volt habe ich auch nicht, weil ja dann hier quasi ein viel niederohmiger Pfad ist und bei der Parallelschaltung von zwei Widerständen gewinnt quasi immer der kleinere Widerstand. Das heißt, das werde ich jetzt machen. Wenn ich da nichts anstecke, dann habe ich genau, was ich haben möchte. Jedes Milliampere macht ein Volt an diesem Widerstand Spannungsabfall. Aber was möchte ich? In Serie? Aber dann den Operationsverstärker oder Verstärkung einstellen, dass ich... Ich habe noch gar keinen Operationsverstärker. Also, ja, ich würde anfangen.
Ja, ja, danke. Das ist das Wort. Impedanzwandler. So, da macht man OPV rein. Fertig. Und das geht doch viel besser, weil man diese Schaltung eine stromgesteuerte Spannungsquelle nennt, oder? Weil jetzt erzeugen wir hier unsere Spannung an den Widerstand, aber wir nehmen hier keinen Strom aus. Wir nehmen quasi nur dieses Potential als Information und der Operationsverstärker gibt dann das gleiche Potential am Ausgang wieder. Aber wir wissen, ein echter Operationsverstärker, der schaut ja nicht so aus, sondern der hat dann hier noch Versorgungsspannungen und von dort kommt die Energie, die er am Ausgang liefert. Die Energie kommt nicht von hier. Hier kommt nur die Information und ja, man kann nicht Information übertragen oder ein bisschen Energie, aber wir schauen, dass diese Energie so klein bleibt, dass sie diese linke Schaltung nicht stören. Und am Ausgang liefern wir dann viel Energie, um die Lampe leuchten zu lassen, wenn Strom am Eingang kommt. Fällt euch irgendeine Art von Schaltung ein, wo man sowas brauchen könnte? Irgendein Bauteil, das wir schon kennengelernt haben, das... Bitte die Tür zu. Bitte die Tür zu. So, irgendein Bauteil, das wir schon kennengelernt haben, das geradezu prädestiniert dazu ist, dass man gerne kleine Ströme messen möchte. Aber wenn man quasi dazu nie da oben etwas anhängt, dann ist alles, dann ist der Effekt weg, den wir messen wollen. Es ist mindestens den halben bisherigen Kurs her. Nochmal was suchen wir? Eine Art von Schaltung, wie wir das brauchen könnten, oder eine Art von Bauteil, die vorkommen könnte in Schaltungen, wo sowas sehr, sehr wertvoll sein kann. Wahrscheinlich nicht, weil es gesagt hat. Nein. Die spannungsgesteuerte Stromquelle kann man dafür brauchen. Aber das ist ja unsere stromgesteuerte Spannungsquelle. Also zum Beispiel, wenn hier links ein Kondensator ist, den ich hier entladen möchte, langsam über den Widerstand. Und ich möchte, dass eine Ausgangsspannung langsam absinkt. Erinnert euch, wie wir diese großen Kondensatoren genommen haben, also groß, die da hier, nicht? Also die gibt es auch in Kühlschrankgröße. Da haben wir den aufgeladen und dann eine LED angehängt und dann sieht die LED leuchtet irgendwie für einige Zeit, aber nach 2 Sekunden ist sie weg. Wenn wir quasi diesen Effekt ausdehnen wollen, wenn wir sagen wollen, wir wollen einen Kondensator entladen, wir wollen, dass eine LED zuerst oder eine andere Lampe zuerst hell leuchtet und dann immer dimmer wird, dann können wir entweder so einen Kühlschrank großen Kondensator nehmen. Weil aus dem Kondensator muss er dann die Energie kommen, um diese LED leuchten zu lassen. Oder wir machen etwas in dieser Art und Weise. Und dann können wir hier quasi einen ganz, ganz kleinen Entladestrom nehmen aus dem Kondensator. Und dann entlädt er sich über einen langen Zeitraum. Und die Energie, um die Lampe quasi hell leuchten zu lassen, dann immer dimmer, ist nicht die Energie aus dem Kondensator, sondern aus der Versorgungsspannung. Und wir verwenden den Impedanzwandler einfach nur, um quasi das zu messen. Diese Spannung hier, aber nicht noch mehr Strom aus dem Kondensator rauszunehmen, weil viel Ladung kann in diesem Kondensator eben nicht gespeichert werden.